Wie ihr wisst, mache ich ja gerade einen Selbstversuch mit einer Jodüberdosierung. Allerdings ohne eine größere wissenschaftliche Grundlage und eher intuitiv motiviert. Gibt es jetzt das passende Buch dazu und kann ich dieses empfehlen? Das gibt's heute in der Samstagsrezension. Guten Morgen! Jod, Schlüssel der Gesundheit von Kira Hoffmann und Sascha Kaufmann. Ein Buch, auf das mich der liebe Sören aus Facebook hingewiesen hat. Vielen Dank dazu. Generell ein kurzes Wort zu den Empfehlungen. Ihr empfiehlt mir sehr viele Bücher und ich kann natürlich nicht jedes rezensieren und ich wähle mir natürlich die raus, die mir am interessantesten erscheinen. Aber wenn ihr Empfehlungen habt, bitte, auch wenn ich eurer Empfehlung nicht gefolgt bin oder auch nicht folge, weiter mir interessante Bücher gerne verlinken per Facebook oder auch hier per YouTube. Das Buch ist aus dem Verlag Systemmit und dieser Verlag hat mir das Buch freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Wie mittlerweile kann ich sagen, jedes Buch, was ich rezensiere, fast jedes Buch, was ich rezensiere, also es gibt Bücher, die ich gebraucht für 1-2 Euro kaufen kann und da spare ich mir die Mail, sondern kaufe dieses Buch und ja, gebe es dann einfach weiter oder so weiter. Das heißt, meine Bücher kaufe ich fast allesamt nicht. Das nur mal kurz als Information, einige interessiert das, für sie ist das wichtig, ob ich die gekauft habe oder nicht gekauft habe. Nein, ich kaufe natürlich nicht bei 150 Euro monatlichem Budget, was ich zum Leben habe, jede Woche ein Buch. Gut, dass wir das auch geklärt haben. Das Buch, welches ich heute rezensiere, hat extrem großes und positives Feedback in den Rezensionen bei Amazon bekommen. Und es beginnt damit, Jod als Element erst einmal vorzustellen. Dann wird anhand von Beispielen aus der Vergangenheit die Problematik einer Jodunterversorgung anschaulich dargestellt und dann in einem Kapitel zur Diagnostik Möglichkeiten aufgezeigt, wie man mit diversen Tests einen Jodmangel feststellen kann. Dann wird gezeigt, wie man eine jodreiche Ernährung praktisch gestalten kann und wie man alternativ mit einer Intensivtherapie mit Jodsupplementierung diese, ja, in seinen, also den Jodhaushalt erstmal wieder pushen kann. Das alles ist gespickt mit sehr, sehr vielen Informationen zu organischen Zusammenhängen zwischen dem Spurenelement und dem menschlichen Körper. Zahlreiche Menschen aus diversen Fachgebieten, die sich mit dem Thema Jod intensiv beschäftigt haben, kommen dabei auch zu Wort. Generell entsteht so eine große Bandbreite an thematischen Überlappungen zum Thema Jod. Der Aufbau ist sehr gut strukturiert und der Schreibstil ist sehr, sehr einfach gehalten und damit auch für jedermann gut lesbar. Gerade bei so einem Thema wie Jod, was definitiv sehr, sehr wichtig ist und wofür ich gerne auch sensibilisieren möchte, finde ich das sehr, sehr gut, besonders hervorhebenswert. Dem Buch zugrunde liegt generell eine grundkritische Haltung gegenüber den Empfehlungen der Ernährungsgesellschaften und der Einstellung auch vieler Menschen zum Jod. Entsprechend wird statt rein sachlicher Recherche und Darstellungsarbeit auch immer mal wieder aus meiner Sicht etwas polemisch, etwas unsachlich argumentiert und es fallen Worte, die nicht notwendig sind und es wird immer auch so suggestiv vermittelt, dass da irgendwie auch vielleicht sozusagen eine bewusste Manipulation seitens des Gesetzgebers oder so sein könnte. Also dass es nicht nur ein reines Informationsdefizit ist, sondern dass da vielleicht auch irgendwie, zumindest habe ich so das Gefühl, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht und dass das Geld dominierender ist, als ich das den Eindruck habe. Ich denke nämlich schon, dass die Ernährungsgesellschaften in allererster Linie daran interessiert sein, wirklich sinnvolle Empfehlungen rauszugeben und das auch nach bestem Wissen und Gewissen tun und nicht finanziell in dem Maße abhängig sind, wie das aus dem Buch jetzt sozusagen hervorgetreten ist. Aber das ist ein persönlicher Geschmack, das ist so durchgeschienen, aber ja, das nur mal so als Statement. Das Buch her ist daher aus diesem Grunde, auch weil es nicht unbedingt immer so sachlich ist, warum genau, komme ich noch dazu, auch eher als Populärliteratur, als wissenschaftlicher Aufsatz zu lesen. Und es ist nämlich so, dass die Autoren nicht den Anspruch haben, dargestelltes Wissen zu belegen. Und also, oder sagen wir es deutlicher, nichts von dem Wissen, was beschrieben wird, wird direkt mit Quellen unterlegt. Ja, das Buch hat am Ende ein Literaturverzeichnis. Aber niemand wird wohl ernsthaft erwarten, dass man, wenn man in einem Satz hier auf Seite 45 nach heutigen Schätzungen benötigt die Schilddrüse XYZ Milligramm Jod, also was ganz, ganz wichtig ist, dass man dann erstmal alle Literatur, ungefähr 70 oder 80 Quellen, da kauft oder durchliest, weil man dieses Statement besonders interessant findet und die Glaubwürdigkeit dieses Statements testen möchte.
Da gehört einfach direkt eine Quellenangabe dazu, woher die aktuellen Schätzungen kommen, was man als Jod braucht. Gerade wenn man teilweise explizit wie auf Seite 60 solche Sachen bringt wie es gibt Studien, die und dann damit sein Wissen erhärtet, aber nirgends diese Studien aufzeigt. Es gibt Studien, die. Ja? Auch die positiven Wirkungen von Jod, die auf Seite 46 ausführlich beschrieben sind, werden nirgends in irgendeiner Weise durch tatsächliche Untersuchungen direkt belegt. Wie gesagt, es gibt ein Literaturverzeichnis und sicher ist da das ein oder andere aus dem Buch auch dort zu finden. Aber das ist einfach, sagen wir, irgendwo zwischen schlampig und unseriös einzuordnen, dass dieses nicht immer direkt verlinkt wird. Es kann nicht verlangt werden, dass jemand diese Glaubwürdigkeit nur so untersuchen kann, indem man alle Quellen durchgeht. Da gehören direkte Links dahin. Ich kann es einfach nur sagen. Daher kann das Buch auf einem wissenschaftlichen Niveau nicht ernst genommen werden. Ja, das muss man sagen. Und ja, diese sehr pseudowissenschaftliche Attitüde zieht sich dann auch durch das ganze Buch. Bei der Jodintensivkur, immerhin eine Kur, die nach geltenden Empfehlungen als gefährlich einzustufen ist, ist folgender Passus zur Unterstützung der Sinnhaftigkeit dieser Kur zu finden. Viele Anwender der Hochdosistherapie beschreiben folgende subjektive Veränderung. Und dann kommt eine Liste mit mehr Energie, klares Denken, weniger Haarausfall und so weiter und so fort. Keine Studie, keine empirische Untersuchung, nicht einmal der Verweis, wo und wann jemand etwas derartiges gesagt hat. Dann noch die Relativierung, dass die subjektive Erfahrungen sind, wahrscheinlich um sich rechtlich abzusichern. Das Buch kann wirklich unter seriösen Gesichtspunkten nur als subjektive Meinung der beiden Autoren und der Menschen, die interviewt worden sind, angesehen werden. Diese Experten, wie sie genannt werden, verkaufen bewusst oder unbewusst suggestiv dann auch, wie zum Beispiel Dr. Bettina Hees auf Seite 95, ihr Ocean Woman Programm. Trademarkbezeichnung ist natürlich direkt im Buch gesetzt. Da achtet man dann auf eine korrekte Darstellung. Und dann wird dieses ganze ja, Geld dominiert, auch so ein bisschen, hat dann so ein bisschen Geschmäckle. Es ist wirklich schade, dass ein Thema mit so viel Potenzial über so eine schlechte, weil unseriöse Darstellung ja, nach außen gebracht wird. Denn die wissenschaftliche Basis ist, wie ich ja mittlerweile durch Selbststudium eben von Artikeln herausgefunden habe, tatsächlich vorhanden und eventuell auch im Literaturverzeichnis von dem Buch. Aber da liest ja keiner nach, wenn er nicht genau weiß, warum er genau dieses Buch dann liest. Aber es wäre eben wünschenswert, dass in diesem Buch wirklich sauber recherchiert und angegeben würde, belegt. Und ist es in diesem Buch nicht passiert und das ist definitiv noch ein Potenzial für jemanden, der ein Buch über Jod schreiben möchte. Das Buch ist sehr, sehr gut strukturiert, sehr, sehr gut geschrieben, aber es ist halt nicht wissenschaftlich fundiert dargestellt. In diesem Buch findet man einen guten Grundansatz. Wenn man noch nicht so mit dem Thema Jod sich befasst hat, dann ist es ein sehr, sehr guter Grundansatz, es ist eine schöne Logik dahinter, es ist gut strukturiert, es ist alles wunderbar, man kann es an einem Stück lesen. Und manch einer, der das nicht als wichtig erachtet, dass das Wissen, was man liest, und das sind sehr, sehr viele, wenn ich die Teilfreudigkeit bei Facebook von Artikeln sehe, wo überhaupt nicht recherchiert wird, wo irgendjemand was geschrieben hat und dann wird das immer wieder weiter geteilt, dann wird das wahrscheinlich viele, und deswegen ist das Buch auch so erfolgreich, wird es viele Menschen einen Einstieg geben in Jod. Und das ist auch gut so. Also, dann gibt es auch noch Statements, die generell unabhängig von diesem wissenschaftlichen Ansatz und da kritisiert werden müssen. Da gibt es einen Satz, da steht zum Beispiel, es ist immer noch gesünder, belastenden Fisch zu essen als gar keinen. Da geht es um die Omega-3-Fettsäuren. Das ist einfach falsch. Und da verweise ich natürlich direkt, auch wenn es kein wissenschaftliches Buch ist, sondern ein Rezensionsvideo auf das Video zu den Omega-3-Fettsäuren, was ich schon mal gemacht habe. Es ist definitiv besser und gesünder, keinen belastenden Fisch, sei es durch Schwermetall oder Plastik, zu essen und dafür seine Omega-3-Fettsäuren durch die Anregung des eigenen Stoffwechsels zu decken. Hanf, Leinsamen, Chiasamen und mit Abstrichen auch Walnüssen sind da die besten Lieferanten. Aber zurück zum Buch. Auf Seite 70 wird davon geredet, dass Jodsalz, wenn man es ins Kochwasser gibt, zerstört wird. Also sollte man danach salzen. Aber es geht ja hier ums Jod und nicht um die organische Verbindung mit Kochsalz. Da ist die Aussage relativ bedeutungslos. Abgesehen davon liegt der Schmelzpunkt bei 113 und der Siedepunkt bei 184 Grad. Und da reden wir nicht vom Jod als solches, da reden wir halt von der organischen Verbindung. Atome! Also Jod, Atome zu trümmern, geht in handelsüblichen Kochtöpfen generell nicht. Außer ihr kocht mit einem Teilchenbeschleuniger oder feuert mit Neutronen aufs Essen.
Es wurde um die Grundaussage des Buches, die durchaus korrekt ist, eine gut strukturierte, aber wissenschaftlich nicht direkt belegte Arbeit geschaffen, die sehr interessant ist und die auch augenöffnenden Charakter hat. Gerade auch zum Beispiel, dass Jodsupplementierung bei Hashimoto sinnvoll sein kann, was hierzulande generell abgelehnt wird. Aber die Augen zu öffnen heißt eben, dass man kritisch bleibt und klar denkt. In dem Punkt auch nochmal der Hinweis auf das Buch Klarheit von René Bourbonus, oben Infokarten. Und bei der Klarheit ist es eben wichtig, dass man klare Links setzt, klar referiert, woher hat man Wissen. Das Buch ist eine Empfehlung als Einstieg in die Jodproblematik ohne jegliche Tiefe und Anspruch an eine generelle Wahrheit und gerade für den Menschen, der in seinen Alltag gefangen ist und froh ist, sich irgendwie gesünder zu ernähren und generell zu leben, ist das eine absolute Kaufempfehlung. Da würde ich 5 Sterne geben. Da verstehe ich auch das überwältigend positive Feedback bei Amazon. Der Mensch jedoch, der auf der Suche nach der Wahrheit ist, dem wird vieles im Buch abstoßen und auch Stirnrunzeln verursachen. Und für diesen Menschen würde ich wahrscheinlich nur 3 Sterne geben. Ich muss irgendwo einen Kompromiss schaffen. Die Rezension habt ihr gehört, ihr könnt euch zuordnen. Daher gebe ich allgemein 4 Sterne und ja, habe mir selber noch keine abschließende Meinung zum Thema Jod und damit generelle Empfehlungen für alle Menschen aneignen können, da ich ja gerade selbst den Selbstversuch mache. Das Buch hat dabei jedoch, das nochmal zu erwähnen, interessante Ansätze liefern können, die aber ernsthaft und seriös von mir selber abschließend recherchiert werden müssen. Ich wünsche Euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian.